Jetzt erzähl das nochmal. Jetzt erzähl. Das mit der Katze meinst du jetzt? Nein, mit der Nein. Sandra. Mit der Sandra, das habe ich gestern so ganz, ganz innig empfunden. Du bist da fest und du hast diese Freude, die du gehabt hast, dass du Geisteskunden jetzt aufwachsen und dass die Samen aufgehen. Oder das ist, das hat mich überschwemmt, diese Freude. Ich habe das selber gespürt, wie das ist für dich. Die Das ist so Freude eine ist Freude, das schlichtweg kann man nur beschreiben. die Mühe, und ich kann immer wieder sagen, wir müssen trennen, rede ich als Udo oder Ja. rede ich Ja. als IQB? Und das IQB ist wesentlich mehr du selbst, wie der Udo, den du dir ausdenkst. Man muss das verstanden haben, dass ich zuerst einmal erkennen muss, was ich selbst bin, weg von jeglichen religiösen oder esoterischen Wahn. Sondern ganz einfach ein intimes Spiel, wie ich das immer sage. Intim heißt erst einmal, es spielt sich in der Rolle der Zeit ab. Wir wissen ja, Time hebraisiert heißt auch das Wunder. Das Wundervolle ist ein Wunder, was Wunderbares. Was erleben zu dürfen, das Nichts erlebt sich in Form von unterschiedlichsten Existenzen in einer unendlichen Vielfalt. Und bitte beachte jetzt, wenn ich immer wieder betone, ich erkläre es den, der mich jetzt sprechen hört. Mich ist jetzt natürlich vielfältig, das Pixelmännchen, ich weise immer wieder darauf hin. Du hast jetzt eine Information und diese Information unterliegt einen ständigen Wechsel. Und du wirst irgendwann einmal begreifen, wenn du akzeptierst, dass du jetzt ein träumender Geist bist, rot geschrieben, dass alles, jeder Moment, der aus dir herauskommt, den du siehst, in dem ständigen Wechsel, das ist Schöpfen. Das kann nur ein Gott. Darum bist du ein Gotteskind. Und jetzt lebst du natürlich in einer gewissen Personifizierung aufgrund deines Schwamminhalts, deines Intellekts. Das wäre jetzt die Computermetapher. Und das einzige Ziel, wenn ich immer sage, wenn mir eine Freude machen will, ist, wenn er anfängt, sich selbst zu verstehen. Und man muss eine tiefe Demut haben von dieser unendlichen Vielfalt an Informationen, die in dir auftauchen können. Und ich sage, es geht mir nicht um Vielwisserei, sondern um Bewusstsein. Das Bewusstsein selbst ist nicht Wissen. Das wird niemals irgendjemand, den du dir ausdenkst, der in dir auftaucht, verstehen können. Das ist dieser einfache Satz: Ewigkeit kann nur von etwas verstanden werden, was selber ewig ist. Geist, rot geschrieben, wird nur von Geist verstanden. Die geistige Sprache ist die Vordersprache. Und das ist jetzt diese Vielfalt, wenn ich immer wieder, wenn du im Internet in Kabbala reingehst, diese vielen Systeme. Wir können auch weggehen von dem esoterischen Bereich. Ich habe hier, ich übertrage mal schnell den Bildschirm und ich will diese Selbstgespräche relativ kurz halten. Ich springe ganz kurz und jetzt rede ich natürlich wieder ganz normal als Udo raumzeitlich heute Morgen rein. Das ist zuerst einmal diese kleine Erkenntnis, dass Jahwe, das ist jetzt der kleine Auszug aus unserem Gematrie-Explorer, dass Jahwe eigentlich der Adam ist. Das ist dieses Spiel, wir können ja JH schreiben, die göttliche Quintessenz, und ein doppelt aufgespanntes H. Das doppelt aufgespannte H ist plus H minus H. Wir können natürlich auch jetzt hier dann den J bloß rot machen und dann das H wie H. Das ist eine Sache, wie wir das setzen hier. Dann sage ich plus minus. Das ist die Nulllinie. Aber was hier ganz wichtig ist, das göttliche Synonym des bewussten Gottessohn Adam in seinem Tiefschlaf, das ist da Dämmer, nennt man das, seiner Traumschöpfung bewusst selbst aus seiner Göttlichkeit herausschöpft. Das passiert, wenn du träumst. Das ist die Worte göttliche Quintessenz und doppelt aufgespanntes H bzw. JHWH symbolisieren Seger Venikava. Das ist das Männliche und das Weibliche. Das Männliche ist eigentlich Gedenken. Ich zeige dir dann gleich in englischen Übersetzungen, wird es Erinnerung genannt. Und das Loch oder die Höhle, der unterirdische Gang. Und schau mal bitte das kleine Bild an, wenn ich immer wieder sage, das Loch, die Höhle, denkst du dir jetzt einfach die Gebärmutter. Und da geht jetzt der Penis rein, der symbolisiert den Mann und darum ist das Erinnern ist Seger. Das Erweckte im Inneren, das heißt, der Mann wird eingehüllt von der Frau. Das ist das Spiel der Matrix. Und darum ist die Frau deine Traumwelt, beziehungsweise reduziert die Logik, die die Traumwelt aufbaut, dein blaues Ich. Und der Mann ist der Geist, der das erlebt, was er sich selber aus sich selbst herausschöpft.
und um sich herum, mit dem er sich einhüllt. Ist ein relativ einfaches System. Und darum ist beachte, Jahwe wird in der Tora oft mit Herr übersetzt. Luther schreibt immer statt Jahwe Herr, der über seine eigene Traumschöpfung, der Herr schenkte Gott. Und das ist immer Jahwe Elohim, Elohim. Das heißt, der bewusste Gottessohn Adam ist ein bewusster Mensch. Und schreibe ich nochmal, ein bewusst träumender Mensch, der Adam ist Jahwe. Darum sind es dieses Ich bin du beginnt hier, das sind die Ohrenbadungen des JHWH, das sind Selbstgespräche. Okay? Und jetzt mache ich den kleinen Sprung, das ist jetzt das Video hier, Hebräisch für Einsteiger, ist nur Englisch, spielt aber keine Rolle. Und du merkst, die Zahlenstruktur ist ja uralt, dass der Adam 45 ist und Jahwe als Einzelzahlen, ich erzähle dir hier etwas, ist die 26. Und das ist immer, wenn du jetzt hier diese vollen Werte. Da merke ich schon, wenn du das, dich nicht damit auseinandersetzt. Das ist das Zeichen, oder ich jetzt ein bisschen komisch gezählt, das ist das sogenannte J. Und dieses Zeichen, wenn ich jetzt J schreibe, J, 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 das ist hier schon das wieder, wo ich darauf hingesprochen habe, dass in einer hebräischen Schiene machen die aus dem J immer dieses Y. Wieso auch immer das Ivri, das sieht ja fast aus wie die 70, das hebräische Zeichen Ayin. Aber da will ich nicht drauf eingehen, das ist jetzt J, dann ist das Zeichen, ist das sogenannte He, das ist, da gibt es verschiedene Schreibformen, das ist jetzt praktisch 1,5, dann ist das das Waf, W-A-W und dann nochmal ein He, da ist jetzt der Wechsel zwischen Elef und Alef in der Aussprache, siehst du das? H-E und das Waf. Und wenn wir hier jetzt dann die Gesamtwerte zusammenzählen, kriegst du 45, du steckst in den Jahwe, steckt die 45 drinnen. Das muss man aber alles nicht wissen, darum betone ich, es sind Auszüge von Auszügen. Und jetzt habe ich hier was Eigenartiges reingestellt. Das ist jetzt ein Auszug aus einer Internetseite, die sehr groß ist. Also stell dir vor, du bist dann an einem Ort, in der die Welt, wo keine Ansichten gibt, und dieser Ort besteht aus Achtsamkeit, kennt keine Beurteilung über das, was etwas ist, wie es ausschaut, und es gibt auch keine falsche oder richtig, sondern ausschließlich eine einhellige Wahrheit rot geschrieben. Das Sein als Funktion des Miteinander, Funktion der Ganzheit in der Vielheit. Das ist das Gequatsche, eine Art Grundrauschen wie der Wind im Herbst, Blätterwald und wie, das ist dieses Grund, das, man nennt es das weiße Rauschen. In der Physik ist weißes Rauschen ein Frequenzgemisch aus allen Frequenzen gleichzeitig. Und dann erwähne ich noch das sogenannte Roderose-Rauschen. Das ist nur ein Frequenzgemisch aus allen nieder- als hörbaren Frequenzen gleichzeitig. Das benutzt man hier zum Beispiel früher für Messungen, für Lautsprechermessungen. Okay, und das ist jetzt hier diese Einheit. So ein Ort der Wahrheit ist der Himmel. Da wird jetzt die Wahrheit, muss man rot sehen. Das ist keine Wahrnehmungseinheit. Du kannst die nicht wahrnehmen. Das sind schon so Kleinigkeiten von Ungenauigkeiten. Denn der Himmel ist das ewige Nichts. Haim, das Meer von Gott. Wenn wir das jetzt hebräisieren. Hier gibt es kein Zu- oder Anderssein, sondern nur Eins-Sein. Ein nicht existierendes Bewusstsein-Sein, wenn wir das Ein schreiben. Die Einheit eingefasst in eine unendliche Vielfalt. Ein immerseiender Punkt, den symbolisieren wir als Meer mit einer ewig unendlich vielgestaltet wogenden Oberfläche. Dieses All in One, das Uni, vom Universum. Da steckt das Universum, haben wir schon das Meer, das ständig Wellen aufschmeißt. Wie soll das gehen? Ganz einfach, du bist draußen. Draußen sein heißt so viel außerhalb des Systems. Jetzt ist natürlich auch wieder, wenn ich jetzt DR außen schreibe, die geöffnete Generation, ich muss jetzt geschlossen im Kopf rot lesen. Man merkt es erst aus dem Kontext, dass der Kontext ergibt, dass ich das rot lesen muss, auch die Wahrheit. Weil draußen blau gelesen wäre ja ausgedachte Welt. Nicht eingesperrt in ein Meinungslager von Besserwissern. Das sind die ganzen Sekten, die ganzen Meinungen, ob die jetzt politisch einseitig sind, religiös einseitig sind. Du bist eingesperrt in ein Meinungslager von Besserwissern. Geistlose Schwätzer. Du bist einfach frei von ansichtig sein. Du bist einsichtig. Das ist das eine, das sämtliche Perspektiven erkennt. Okay? So, ich mache da nochmal achtsame Einsicht, muss man sich vorstellen als ungefilterte, unverfälschte Wahrheit.
all dessen, was ist, in zyklischer Gleichzeitigkeit stets das Große und Ganze im Blickfeld haben. Deine Sensorik ist allumfassend, richtungslos, denn alles, was du auf dem Schirm hast, ist Gegenwart. Rundum erfassen, Zahlen und Zeichen, jedes noch so unwichtig erscheinende Detail, kehren es um, spiegeln es, verdichten es, bringen es auf den Punkt. Machen ein Zoll, ist Abgleich. Gradieren ihn aus, bringen es in Balance. Die da drinnen in der Camera Obscura, in der Holzkiste, können von mir sein, ne? Ja. Mit dem Loch, aus dem sie neugierig gucken, entweder nach innen oder nach außen. Du kannst deine Informationen dir bewusst machen oder das, was du glaubst, was da außen ist. Es spitzt sich alles in dem Loch in dieser Kiste ab, wo du dir was hineindeckst. Beurteilen ja nur einen Moment lang eine Situation, die sie festhalten wollen und die sie für die ganze Wahrheit halten. Ein kleiner Moment, ein Spritzer, der aus dir rausspritzt. Nennen wir das zum Beispiel jetzt katholisches Christentum. Oder Christentum der Zeugen Jehovas oder das Christentum der Protestanten oder das Christentum der Calvinisten oder was auch immer. Oder nennen wir das Islam, den Islam der Sunniten, den Islam der Schiiten, was auch immer. Die Wahrheit der CDUler, der SPDler. Das sind Wahnsinnige. Aber es sind eigentlich nur Gedanken, die du denkst. Kann ein Gedanke, den du denkst, anders sein, wie du in dir denkst? Wenn du meinst, die haben Recht und die haben nicht Recht, dann ist es für dich so, weil es immer so sein wird, wie du glaubst, dass es ist. Um diesen Klick dann als Erfahrungswert abzulegen, als Enneagramm für immer ewig abspeichern. Du musst nichts abspeichern, es ist im Meer. Und selbst wenn du dir das aus dir herausspritzt, ist es trotzdem in dir drin. Okay? Und jetzt kommt diese Internetseite. Eine riesen Internetseite. Mit Untersystemen und Untersystemen und Untersystemen. Das ist jetzt die 6 Teile, kann man durchlesen. Das ist der Text, da ist es ausgezogen. Mhm. Und das ist jetzt ein System, und du merkst, es erinnert schon das Auge des Horus, da ist schon ein bisschen Holofeeling, da sind die Ecken mit drin, das geht dann in die Zahlen. Und wenn du das jetzt genau anschaust hier, das ist von einem David McLean. Und jetzt habe ich mir da eine Kleinigkeit dazu gemacht, schau, dieses David McLean, das ist DVD. Das hast du übrigens Hüben 3 und drüben 3. Ich kann auch lesen Hüben 4 und Hüben 4. Das ist unser Tetraederspiegel, den ich beschreibe, der David. Ja. Jetzt wollen wir natürlich noch was, dass der David diese DVD, in der alles abgespeichert ist, das ist unser Datenspeicher in der modernen Symbolik der Naturwissenschaft. Ein Moment, der sucht noch. Ja. Dass das auch dein Freund ist und dein Geliebter. Das ist das, was ich mir wünsche, dass ich für dich wäre. Das ist einer der E-Quadrat, wir zwei. Dass wir zwei das sind. Und das ist der große Kessel, das große Gefäß, in dem sich alles befindet. Da nennt sich das Wort auch der Vaterbruder. Ich bin dein Vater und dein Bruder. Und ich bin reine Liebe. Bist du schon ich? Und das ist jetzt, wenn ich das umsetze, habe ich David MC Quadrat und jetzt ist der Lein, ist ja der Ari. Das ist der Aufbau der Arithmetik und das ist das Licht Gottes und deine augenblicklichen Existenzen, die ich jetzt absichtlich lila geschrieben habe. Ja. Was übrigens lila auf Sanskrit heißt, ist ja Spiel. Die Lila Krishna, korrektes Sanskrit, heißt die Spiele Krishnas. Und wenn ich das hebraisiere, dann ist es die Nacht. Ja. Und das ist, da kann ich jetzt natürlich wieder lesen, ein Sein in der Acht. Und Acht, da geht es dann in dem Spiel gewaltig drauf ein. Und dann geht es weiter in dem Text, ich zeige euch das gleich, in der gemeinsamen Mitte haben sie das X. Ich hoffe, du hast da aufgepasst, ich habe da was reingemacht. 10, ja. Ja. Da wird Holofeeling, der ist mit Holofeeling, das ist einfach eine Internetseite. Und ich schreibe hier alias IUB. Aber IUB sagt, als Geistesfunk bin ich auch du. Es hängt davon ab, mit was für einem Programm arbeitest du. Wenn du jetzt glaubst, du bist der David McLean, dann lebst du das Leben, aber alles, was dir einfällt, kommt aus mir. Natürlich jetzt nicht aus dem Udo, den du dir ausdenkst.
Der Udo kommt auch aus dir. Dieses Prinzip des träumenden Geistes muss man verstanden haben. Wo war man? Den hier. Diese gemeinsame Mitte haben sie das X vereinbart als das Gesetz der Mitte. Das lässt sich zwar verschiedentlich auslegen als gegeneinander gerichtete Pfeile. Jetzt schiebt ihr mal übereinander. Das ist immer, wenn ich jemanden Tetraeder symbolisiere. Ich kann das ja umdrehen. Der Mittelpunkt, der rechts und links aufspannt, ich könnte jetzt sagen, hüben die Reihe und drüben die Reihe, dann sind genau. Es aber dieses die Reihe, sind hüben vier Spiegel und drüben vier Spiegel. Und in der Mitte die acht. Das ist unsere zwei Ecken, These, Antithese, Synthese in der Kamera Obscura, These, Antithese, außerhalb und das Ganze fällt dann in dem Punkt zusammen. Oder sich kreuzende Schwerter, aber man muss genau hinschauen. Es sind zwei persönliche Ansichten. Es sind immer ausgedachte Dinge, die sich in der Mitte treffen. Zwei Richtungen prallen aufeinander. Jetzt schaut ihr, wie ich das aufeinander geschrieben habe. Ja. Der Schöpfer UB ist nicht existierend. AND, ich werde auf und ab schwingen. Und das ist das E-Quadrat im Kopf. Diese Berechnung im Kopf. Ich könnte es natürlich blau damit dranhängen. Das wird dann erweckt. Im Kreuzungspunkt wird dieses gegeneinander gerichtet schließlich so schnell und rund, dass es sich gegenseitig aufhebt. Das ist der Spiegelpunkt. Das ist das Drehmoment. Hier für Hochzeiten, hier für UB-Zeiten sich die scheinbaren Gegensätze in eine Einheit. Okay? Und das ist jetzt schlichtweg und einfach. Das ist, wenn man das anklickt, diese Teile, wenn wir jetzt hier runterfahren, da wird jetzt das erklärt, da sind das Auszüge davon gewesen. Und du siehst jetzt dieses Ganze, das war jetzt diese Stelle, die ich gerade angezeigt habe, die habe ich rauskopiert. Wenn du reingehst, das Spiegel, das sind jetzt grobe Sachen und da wird es sehr wirr. Das heißt jetzt prinzipiell, das sind viele Versuche, es stimmt alles. Das Eins, kein Sein. Es ist alles Holofeeling, aber es ist unheimlich zerdacht und verwirrend. Holofeeling ist eine Vereinfachung von einer Vereinfachung von einer Vereinfachung. Geht dann in das Hebräische, da sieht man jetzt schön, wie hier praktisch diese vier Seiten, wenn wir die drehen, das ist jetzt unser X und das wird jetzt zu den Tetraeder. Viel Inspiration, aber in dieser Art, schau, bionometrisches Theorem, da hast du jetzt genau hüben 3, drüben 3, das ist eine andere Darstellung und in der Mitte ist die 4, die rote 4, das geschlossen. Das sind dann die Oktaven. Da kann man sich jetzt reinlesen, das sind Zahlenspiegel, ist rechts die Zahlen 1, 2, 3, mittig unsichtbar die 8 als Spiegel, die Zusammenfassung links 7, 5, 1. Jetzt kann man die Quersummen bilden. Das ist jetzt alles, jetzt sind wir wieder in einem Bereich der Zahlenspielereien. Was jetzt hier schon ein Stück weiter ist, dass es wirklich um die Einheit geht. Da ist sehr viel Physik damit drin. Das kann man hier sich anschauen. Es wird aber die Einfachheit der Holofeeling-Schriften, die hast du mal alles zurückführen, bevor du nicht akzeptierst, was du selbst bist. Also wie gesagt, man kann sich das durchlesen, diese ganzen Teile. Geh mal wieder zurück. Wir wollten das nicht so lang machen heute. Dass es hier nicht darum geht, um Filmwisserei. Du kannst so unendlich Wissen in dir entfalten. Immer daran denken, das Internet ist als Ding an sich in dir drin. Und du schöpfst aus dir. Das Internet symbolisiert Gott. Es ist unendlich viel Wissen, aber du wirst, so wie du jetzt mit deinem Interesse immer nur die Seiten hochholst, wenn du im Internet surfst, die dich interessieren. Das habe ich so oft angesprochen. Aber was jetzt wichtig ist, diese Mischung, zum einen meine Computermetapher und zum anderen, du bist ein träumender Geist. Und dann kommt gerade jetzt wieder das letzte Selbstgespräch. Ich baue aufeinander auf, auch wenn ich immer und immer wieder wiederhole. Das also hier, die große Erkenntnis ist, der Einzige, der das verstehen kann, bist du. Es kann eine Helene nichts verstanden haben. Ich wollte dir nur zeigen, wenn du die Physiognomie anschaust, ich will da die Helga, wir haben HL, sag ich, ist der Gott. Aber das ist auch die Helga. Ist der geistige Schöpfer, das ist die Helga. Ich habe ja nur die Helene übersetzt in dem Beispiel, wenn man da drin ist. Das, was versteht, bist du. Du bist der Einzige, der es verstehen kann, der sich diese Sachen ausdenkt. Und was ich eine kleine Parallele mache, wenn man jetzt diese Physiognomie, habe ich gesagt, das ist eine mystische Erleuchtung.
Wo du merkst bei der Helene in ihrem Kopf, man sieht förmlich, was in ihr abgeht, wie konzentriert sie auf die Worte agiert, reagiert. Und das Erstaunen plötzlich, dieses Selbsterkenntnis, dieses Verstehen wird jetzt optisch in Form eines Pixelmännchen, eines Gesichtes dargestellt. Eine mystische Erleuchtung, die kann man sagen, das ist was Positives, Selbsterkenntnis. Aber wir haben auch eine andere mystische Erleuchtung und ich rufe jetzt in die unseren Professor Gassner, der komplett dieselbe Physiognomie hat, wenn er da sitzt und sagt, das ist ein Photon im Fluch, während er auf den Monitor schaut. Das ist auch der Wahnsinn. Die zwei Seiten. Erkennst du schon, ob diese äußere Physiognomie eine interne Selbsterkenntnis, ein geistiger Prozess des Erwachens ist oder ob es das genaue Gegenteil ist? Ja. Die Photonen im Fluch. Du, wenn die Physiognomien vergleichst in den zwei Videos, den Gassner hier, diese Photonen im Fluch, das ist ein Photon im Fluch. Und dann verdreht er die Augen, es ist im Prinzip dieselbe Physiognomie wie jetzt bei des Pixelmännchen Gassner von dem Pixelmännchen Helene. Die Ursache der Reizauslöser ist genau entgegengesetzt. Das eine ist die Demonstration einer absoluten Glaubensverblendung und das andere eines Glaubens, eines Bewusstseinserwachens. Es ist das extreme physiognomische Darstellen von der totalen Bewusstwerdung dessen, was Mann ist, nicht Frau ist, sondern Mann ist. Und der Gassner demonstriert die komplette Unbewusstheit. Er sitzt vor dem Monitor, deutet drauf mit einem Erstaunen, das ist ein Photon im Fluch. Weil er hier ein Konstrukt bewundert, wo er vom Hören sagen kann. Ich stelle unten die Internetadresse rein, da kannst du nachlesen, wie die das gemacht haben. Und ich sage immer wieder, wenn du das wirklich überprüfst, die ganzen physikalischen Experimente, die Menschen sehen laufen Sachen, die sie nicht mehr sehen, egal was sie machen, die sitzen nur noch vom Computer und schauen sich Darstellungen von Monitorbildern an, die immer basieren auf einem gewissen Programm. Und der Monitor wird das auftauchen lassen, was das Programm auf dem Monitor draufzaubert. Und das Programm ist ihr materialistisch geistlos nachgeäffter Glaube. Das habe ich so oft erzählt, wir reden von dem, was hundertprozentig sicher ist. Und was jetzt hier eigentlich auch ein entscheidender Punkt ist, wenn ich sage, ich hole das jetzt etwas aus dem Selbstgespräch mit der Sandra. Das sind jetzt nur Worte. Ich sage immer wieder, das ist auch nur wieder ein Wort, da kannst du dir wen ausdenken, dass ich sage, wenn du dir jetzt zum Beispiel Kinder ausdenkst, 10-, 15-jährige Kinder, oder ich mache einfach einmal, du denkst jetzt in deinem Traum, gehst du als Ritter mit Matti, seid ihr in Urlaub und ihr seid irgendwo in Italien und du sitzt auf einem kleinen, in einem Straßencafé und um dich herum sind Leute und hört diesen Leuten zu. Dann sprechen die alle fließend Italienisch, wenn sie Italiener sind, die gerade Urlauber sind. Warum können die das? Ja. Das war das Beispiel, weil du das träumst, weil du das denkst. Das heißt, du kannst Italienisch, du musst Italienisch können in dir, du musst Chinesisch in dir können. Und du weißt es nicht. All das passiert aufgrund einer Verwechslung deines Wissens mit dem, der du bist, weil deine Logik dir sagt, ich kann das nicht, ich habe das ja nie gelernt. Ich sage, selbst wenn du das lernst als Trockennasenaffe, kannst du es trotzdem nicht, weil ein Trockennasenaffe was Existierendes ist und es ist kein Unterschied, ob du jetzt ein Pixelmännchen siehst auf einem Monitor, wenn du jetzt dir meinetwegen irgendein Video anschaust, wo Italiener spricht, muss dir klar sein, den du anschaust, der kann kein Italienisch. Das ist ein Pixelmännchen. Und wenn du jetzt mit einem Martin hier und jetzt gedacht im Urlaub bist, dann bist du nicht in Italien, sondern um dich herum ist ein Marktplatz, wo du sagst, das ist jetzt meinetwegen der Markusplatz in Venedig. Genau. Und um dich herum sind ausgedachte Menschen von dir, die von dir geträumt werden und alles, die sind nur deshalb, weil die jetzt aus dir herausplatzen im Traum und die können nur deshalb Italienisch, weil du das träumst. Und in dem Moment, wo dir das bewusst ist, was du selbst bist, wird dir klar, die können das nur, weil du das jetzt denkst. Jetzt ist natürlich, dann muss ich das ja auch können. Das wäre jetzt schon wieder ein Wollen. Solche Sachen würden dich noch mal interessieren. Darum sage ich, es sollte für zuerst einmal nur ein allereinziges, absolut wie ich dich sein. Was bin ich selbst und wo befinde ich mich? Das ist jetzt der ewige, absolute Mittelpunkt. Und es wird dir nicht mehr darum gehen, was für eine Form du oder Information du jetzt aufschmeißt. Die Informationen als Ding an sich sind zuerst einmal sekundär. Dann sind auch keine Wünsche mehr da.
Die vielen kleinen Beispiele, weil die Wünsche sind schon wieder ein Diminutiv, eine Verkleinerungsform von dem, was dir eigentlich zusteht. Wenn du irgendwas Bestimmtes haben willst, es ist immer ein Problem. Dein Habenwollen besteht darin, dass du irgendwas Bestimmtes von unendlich vielen Möglichkeiten dir ausdenkst. Ein neues Auto, ein eigenes Haus, einen gesunden Körper. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das will ich dann haben. Und wie oft erkläre ich in Selbstgesprächen, dir muss das doch mal bewusst sein, sobald ein Gedanke in dir auftaucht eines Wunsches, denkst du an etwas, das in dem Augenblick zu existieren anfängt, wo du es denkst. Und in dir ist der tiefe Glaube, dass du es nicht besitzt. No. Sonst würdest du dir das ja nicht wünschen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass ich es auch verwirklichen tut sich in dir dein wirklicher Glaube, die Beschwörungskunst. Du würdest ja beschwören, ich habe dieses Auto, ich will einen Ferrari, ich habe keinen Ferrari. Und das entsteht, weil du dir wünschst, eventuell einen Ferrari. Ich mache jetzt mal beim jungen Busch einen Ferrari zu haben. Ich bin ja nicht gesund. Und ich sage, stimmt, weil du dir wünschst, gesund sein zu wollen. Weil der Wunsch, den du jetzt vor dich hinstellst, diese Gesundheit, die du dir wünschst, die hast du ja besessen, bevor du dir das ausgedacht hast. Das sind die zwei Seiten, dann muss in dir die Krankheit drin sein. Aber jetzt kommt was Verrücktes. In dem Moment, wo du jetzt behauptest, ich bin krank, stellst du die Krankheit aus dir raus und dann muss in dir eigentlich die Gesundheit drin sein. Aber weil du eigentlich gar nicht weißt, was alles in dir drin ist, kriegst du das gar nicht mit. Genau. Wenn du aber an das eine und das andere nicht denkst, dann bist du heil. Und du Genau. kannst durchaus dich in Stücke reißen und dabei heil bleiben. Dazu musst du aber ein David werden. Haben wir gerade nicht festgestellt, dass diese DVD alles beinhaltet und was aus der DVD auftaucht, an der DVD, an dem eigentlichen David, an dem Vaterbruder überhaupt nichts verändert? Gar nicht. Geh meine Gedankengänge mit. Du musst nichts tun, es geht nicht um Wissen. Das ist, wenn du jetzt solche Internetseiten siehst. Du wirst merken, wenn du neugierig bist. Ich kann immer wieder nur sagen, du lernst im Sinne von wirklichen Lernen. Lernen kann nur Geist. Geist kann sich erweitern, der kann lernen. Was mit Sicherheit nicht lernt, ist ein Gehirn, ein Trockennasenaffe. Es ist immer wieder, wo ich sage, der Mensch, den du dir ausdenkst, ist im Prinzip nur eine andere Metapher für einen Computer. Und du wurdest. Jetzt muss ich bewusst eine chronologische Metapher für dich nehmen, mal dein Schwamminhalt, wenn ich mich an den Computer hinsetze, tausendfach auf Selbstgesprächen drauf und ich gebe in den Computer Daten ein, dann habe ich dieser Maschine, diesem Computerchip überhaupt nichts gelernt. Ich habe ihm Daten gegeben, ich habe Daten abgespeichert. Wenn er jetzt von mir eine Software kriegt oder eine Veränderung der Software, ein Regelsystem, ein Verknüpfungssystem, habe ich den Computer auch nichts gelernt, weil der Computer das ausgedachte Ding als was existieren, das es ja gar nicht weiß, was es ist und was es macht. Es ist ja nur wahrgenommen, wird es ja nur von dem, der sich das ausdenkt, von dem, der immer ist, von dem Geist. Und ich sage, was ist der Unterschied? Was hat man mit dir jetzt, mit dir, mit dem Tier statt dem Computer? Jetzt denk dir deine Vergangenheit, was ist in deiner Vergangenheit passiert? Du hast Daten bekommen und Regelsysteme bekommen. Das ist nicht einmal, dass du die bekommen hast, das ist der Schwamm, der sich vollgesaugt hat. Deine Daten und Regelsysteme, denen du dich unterwirfst, muss nicht unbedingt ein erzieherischer oder schulischer Akt sein. Das ist, weil in der Schule hast du mit Sicherheit als junger Mensch nicht gelernt, dass du deine Hautoberfläche mit der Tusche zupflastern sollst und es geil aussieht. Oder dass du dir Zungenpiercings reinhaust. Und wohlgemerkt, ich sage jetzt nicht, dass es negativ ist. Es ist eine wertfreie Beschreibung von einer gewissen Menge an Menschen, die ich mir jetzt denke, die jetzt entstehen, weil ich die mir ganz bewusst ausdenke, als ein Symbol für die vollkommene Selbstentgeistigung. Die normalen Menschen, jeder Mensch, egal an was er glaubt, ist felsenfest davon überzeugt, dass das, was er glaubt, sein Glaube ist. Dass das, was ihm gefällt, dass das seine Meinung ist, dass das sein Geschmack ist. Ein Computer hat keine Meinung und keinen Geschmack, er hat ein Programm und äußert den. Er hat Daten. Er hat Daten und Regelsysteme, die er äußert auf dem Bildschirm von dem, was er an Output, was er ausgibt. Setze für den Computer einen ganz normalen Trockennasenaffen. Der hat keine eigene Meinung, der hat einen Schwamminhalt. Ein riesiges Gemisch von Lügen, von einseitig nachgeäfften Meinungen, ob die religiös sind, ob die politisch sind, ob die naturwissenschaftlich sind, unsere ganze Recherche, und das wird geäußert. Das sind Protagonisten, Entschuldigung, Antagonisten in deinem Traum.
Es sind Figuren, die in deinem Traum auftauchen, die letztendlich immer nur dann da sind, wenn du sie träumst, und es sind genauso, wie du sie träumst, und das sind jetzt Spiegelbilder von deinen eigenen Problemen. Und da muss man bei den Spiegelungen natürlich zuerst wissen, dass wir in unserem Spiegelsystem jetzt nicht so einfach zuerst einmal Spiegel hüben und Spiegel drüben gegenüberstehen haben. Es ist viel, viel komplexer. Es ist Holofeeling, so riesengroß das Werk ist, beinhaltet all diese Sachen hier von dem David McLean. Ein wundervolles Werk. Oder hier die Sache mit der Kabbala, wo ich gezeigt habe. Ich springe da fast nochmal schnell rein. Das ist, oder auch den Denach zum Beispiel. Abraham von Thun in die Itzhak-Luriker-Akademie. Das ist halt schwer Kabbala-betont, wo man hier sich reinlesen kann in der Grundsymbolik der Kabbala. So wie ich das erkläre, erklären die das nicht, wenn du reingehst. Das wird eine reine Zahlenspielerei. Das ist wie bei Weinreben. Wenn ich unseren Dieter jetzt nehme, er soll ja seine Rolle weiterspielen. Er macht wundervolle Vorträge, Dieter Minuski, wundervolle Vorträge im Stil vom Weinreb. Ich sage immer wieder, Weinreb ist was Wundervolles. Es ist so unendlich viel Wissen. Du solltest dich irgendwann einmal auf irgendwas konzentrieren. Zuerst einmal deine Rolle weiterspielen, aber du wirst merken, die mit Abstand einfachste Vereinfachung, die überhaupt möglich ist in den ganzen Komplex Physik, ist Holofeeling. Ich springe da mal ganz kurz, ob jetzt das die Seite hier ist. Dieses Zeug, da gibt es natürlich hier, das siehst du schon, das ufert unendlich aus. Ist alles übrigens, du wirst von mir nie hören, dass irgendwas nicht richtig ist. Da kommt jetzt dann die Dora schon mit rein, dann Bendel-Gesetze, wunderschöne Beschreibungen. Hier das Spiel, das ist natürlich jetzt eine komplett andere Anordnung. Wenn du das jetzt liest, wird es sehr, sehr verwirrend. Selbst wenn du Holofeeling-Grundlagen hast, aber du wirst erkennen, da schwingt immer in irgendeiner Art und Weise dieses Holofeeling mit. Das ist eine ganz andere Struktur, die hier dargestellt wird. Es ist aber immer trotzdem dasselbe System. Das sind Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Wenn ich jetzt reinfahre, ich mache ganz einfach mal, wir fahren hier mal hier Itzhak-Luriker, wo wir uns dann danach hier haben. Das ist ja mal der Grundsoftware. Da hast du jetzt zum Beispiel Bücher, da kannst du herunterladen. Ich mache mal, das ist jetzt hier Buch von Jakob Ben Luria erklärt. Das wäre jetzt praktisch das Buch Bereshit, erstes Kapitel. Das ist ja die Kleinigkeit Aleph 1.1. Aber wenn du jetzt da reinfährst, das ist immer wieder dasselbe Spiel, Gewässer oben, Gewässer unten, die Nulllinie, die Verbindung. Das ist eine Grundsymbolik, die ist natürlich auch die Grundlage von Holofeeling. Wenn du da jetzt reinfährst. Aber wenn wir uns dann andere anschauen, pass auf, warte mal einen kleinen Moment, ich fahre mal hier in das 13. Kapitel rein. Und jetzt hast du nur immer südwärts, ist 4x60, 4x4, 66, 1,4er Struktur, 1,4er Struktur, 1,4er Struktur. Macht dich das besser, wenn du das weißt? Weißt du, es sind Zahlenspielereien, die zwar alle stimmen, auch einen tiefen Sinn hat, aber wird dein Leben dadurch besser? In der Regel bläht sich eigentlich nur das Ego auf. Das heißt, ob ich jetzt die Art mache oder die Art mache, oder wir können da nochmal reinfahren. Den habe ich schon angesprochen. Schauen wir uns den nochmal an. Ich kann dir tausende von Seiten aus dir rausholen, wo du hier nur Physik, goldener Winkel, 137 Strukturen in Verbindung mit hebräischen Zeichen hast. Ganz, ganz tolle Stelle, das hier. Dezimalerweiterung des goldenen Schnitts, die 137 hast du in der Feinstrukturkonstante in der Physik. Das ist ein Wert, was jetzt interessant ist, wenn du hier den goldenen Schnitt durchzählst, ist an der 97. Stelle. Ist 391, kommen diese 137. Erstaunlicherweise ist die Summe der Zahlen bis hierher ist genau 441, das ist die Wahrheit. Emmet. Genau. Ist ja verrückt. Und dann kommen wir 21, das siehst du, das ist ja auch in der Holoarithmetik 3773. Das wird jetzt hier hingeschmissen, es ist aber kein Kontext zu dir Geist. In der Holoarithmetik wird alles auf IUB zurückgeführt. Dieses JC hat es dir erklärt, dass du ein Ich, dass du ein Teil von ihm selbst bist. Das fällt hier vollkommen, weil dann wird ja der Mensch in den Größenwahn fallen, dass ich ein Gott bin, der alles aus sich herausschöpft. Aber wo kommt es jetzt her, was du anschaust?
Nochmal, es kann von da außen nichts kommen. Du kannst nur was von da außen reinholen, wenn du dir es vorher vor dich hinstellst. Aber alles, was du dir ausdenkst, jede Internetseite, die auf deinem Computer, den du dir jetzt ausdenkst, was da auftaucht, kommt aus dir. Du bist ein träumender Geist. Es ist ein komplett anderer Ansatz. Verstehst du? Ja. Und dann sind Sachen, dass dir wirklich klar wird. Ich muss ganz kurz, warte mal, E-Books. Tja, das ist eine kleine DIN A2-Konstante, da bin ich ja oft drauf eingegangen. Diese Ableitungen. Dass also hier die Naturkonstanten in dieser Dora verschlüsselt sind. Das habe ich erklärt, zigfach. Das muss man wieder nicht wissen, aber ich sage ganz prinzipiell, wenn ich jetzt einen Menschen, einen Naturwissenschaftler, der Physiker ist oder Mathematiker, und ich zeige ihm das, ich zeige ihm das, die Wahrscheinlichkeit, dass das Zufall ist, ist gleich null. Ich sage immer ungefähr so, das ist so, wie wenn du jetzt 20 Ein-Euro-Stücke in die Hand nimmst, du schmeißt die in die Luft, die fallen runter und bilden auf dem Boden, wenn sie aufkommen, zufällig einen Stapel. Mit 20 Münzen. Ja. Und das ist jetzt, diese Zahlenstruktur ist zum Beispiel jetzt, ich erkläre es da nicht nochmal, ob ich zigfach erkläre, das sind also zuerst einmal die Buchstaben, Zahlenwerte, dann die gesamten Wortwerte, und das sind ja 28 Zeichen, also 28 Zahlen, und ich nehme jetzt diese 28 Zahlen mal. 2, das B, das Resch, das Aleph. Und dann, weil das 28 Zahlen sind, nehme ich das mal 28. Die Wortwerte zusammengezählt sind 7 Worte. Also nehme ich diese 7 Wortwerte mal nacheinander und nehme das mal 7. Und dann rechne ich das aus. Und wenn du das jetzt dann ausnutzt, wirst du feststellen, dass das die Kreiszahl B gibt. Bis auf 5 Stellen genau. Das ist was dann da danach kommt, du siehst schon hüben 5 und drüben 5 und in der Mitte ist die rote 4. Die Pi geht dann anders weiter, weil da erkläre ich in der Holoarithmetik, dass das festzulegen auf das naturwissenschaftliche Pi ist ein Witz. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir dasselbe Spiel. Das ist Pi in der Bibel, beginnen in der deutschen Bibel, wir reden ja Deutsch. Gibt es 2 Verse im Neuen und Alten Testament, die beginnen mit im Anfang. Das ist der erste Vers, Genesis 1,1, im Anfang erschafft Gott. Und im Neuen Testament ist dieser schöne Satz, im Anfang war das Wort. Und jetzt ist es natürlich griechische Gematria. Und wir machen jetzt dasselbe Spiel nochmal. Und jetzt muss ich da etwas genauer werden. Wir haben hier praktisch 52, was du feststellen, Buchstaben. Da haben wir wieder die Wortwerte, Buchstabenwerte, die Wortwerte, siehst du das? Und jetzt müssen wir da natürlich jetzt, das so einfach geht es nicht, es geht hier um dieses Buchstaben, das ist nämlich 10 plus 8, das sind 2 Buchstaben, siehst du das? Ja. Um das genauer zu machen, im klassischen Standardtext war das bloß so dargestellt, im Originaltext schreibt sich das aber so, da ist ja die Form drüber, siehst du das? Ja. Eine Schlangenlinie drüber. Ich erkläre jetzt ganz kurz, was das ist. Das muss man berücksichtigen, sonst funktioniert es nicht. Das heißt, du hast hier somit Produkt 52 Zeichenwerte und wenn wir das jetzt anschauen, es sind 52 Zeichen und 17 Worte. Und jetzt machen wir komplett dasselbe Spiel. Wir nehmen die 52, gehen wir dann nochmal hoch. Da müssen wir links anfangen. Erster Buchstabenwert, zweiter, mal dritter, mal vierter, mal fünfter. Wir nehmen die 52 Werte hier, alle mal. Aber wichtig ist, durch den Diphthong musst du das 10 und 8 setzen. Okay. Bleibt aber die 52 nehmen wir mal und dann nehmen wir das mal 52. Und dann machen wir die Wortwerte, multiplizieren wir die und wir nehmen dann diese Wortwerte mal 17. Und das rechnen wir dann wieder runter und dann kriegst du exakt die Eulersche Konstante, dieses E, auf 5 Stellen genau. Wieder. Das sind die 2 Sätze in der deutschen Bibel, die mit dem Anfang beginnen. Das sind die ersten 2 elementaren Naturkonstanten drin und auf die komische Art und Weise über diese Wort- und Zeichenwerte ausgerechnet, dass das Zufall ist, kannst du vollkommen vergessen.
dass da irgendwelche da außen in der Vergangenheit es geschrieben haben. Oder dass irgendein Mensch, wenn du das jetzt im Internet liest, das entdecken kann, durch Rumprobieren, da kommt man nicht drauf. Glaub mir, es ist so unendlich vielfältig. Es muss einem einfallen, dass er das hinschreibt, dass das so sein könnte, dass er das überprüft, dass er das macht. Lass das auf dich wirken. Es muss dir einfallen, dieses System, das jetzt praktisch mit 28 und 7 wurde, dass du die durchmultiplizierst, dass die Buchstabenwerte mal 28, dann die Wortwerte multiplizierst, mal 7, weil 7 Worte sind, das dann ausrechnest, die Nullen zusammenschiebst und dann Pi kriegst. Dass ich jetzt mit dem zweiten im Neuen Testament auf Altgriechisch dasselbe Spiel mache mit 52 Buchstaben, mal 52 durchmultiplizieren, dann die Worte mit den Wortwerten mit 17 Wortwerten und dann kriege ich exakt auf 5 Stellen genau die Naturkonstante E. Aber jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Das Genesis hat einen Gesamtwert von 2701, der Johannes hat einen Gesamtwert von 3627. Jetzt stelle ich diese zwei Gesamtwerte einfach aneinander, nehme die im Quadrat und dann kriege ich die Zahl. Komm mal, lassen wir mal weg. Und das, was du jetzt feststellen, ist auf 5 Stellen wiederum genau die Feinstrukturkonstante in der Quantenmechanik. Das wird übrigens normalerweise hier dargestellt mit 1/37. Das ist diese 37. Da waren wir. Genau. 1/37. Das geht hier natürlich noch einmal weiter. Das 137. Zeichen ist der Donner, das 37, ist das erste Zeichen im 37. Wort. Das heißt, vor diesen Zeichen sind 36 mystische Worte. Das ist, das geht jetzt hier 137, 036. Ja. Und jetzt mache ich natürlich, überall steckt das UB drin. UB mal 3,14 mal 10 hoch 4. Ist UB mal Zeit. Das sind jetzt alles naturwissenschaftliche, absolute Konstante. Das ist exakt das tropische Jahr. Das sind 365,42422. Dieses UP mal Pi mal 10, 86 mal 3 gibt 2726, bin ich oft darauf eingegangen. Meinst du, dass das du entdecken kannst, dass das nur einer wissen kann, nämlich der, der es gemacht hat? Es ist einfach nur göttlich. Es ist göttlich. Es gibt nur ein Wort, es ist göttlich. Und das, ich rede nicht von einem Gott im Himmel oben. Es ist dein tiefstes Inneres, der sagt zu dir, ich bin du. Das ist das Wunder. Das sind bis ins Innerste in diese mystische Verzückung einer Helene, die natürlich, die ausgedachte Helene ist ein Gedanke von uns, die kann das überhaupt nicht erleben. Ich muss, um mit dir zu kommunizieren, muss ich dich träumen lassen. Und in dem Traum empfindest du dich halt jetzt als der Brösel, der du jetzt zu sein glaubst, wenn du an dich denkst. Und jetzt taucht wie aus dem Nichts ein Pixelmännchen oder dann eventuell Brösel und der Brösel ein Udo auf. Das ist genauso ein Brösel, ein Gedanke wie du, der von dir gedacht wird. Du denkst an dich, an deinen Körper und du denkst an den Udo-Körper. Aber um die geht's nicht. Das sind Existenzen, das sind vergängliche Erscheinungen. Wer ist dabei immer? Wer ist in unserem Lebensspiel eigentlich immer? Du bist der Einzige, der jetzt immer ist, zumindest in deiner Traumwelt. Dein ganzes Leben lang warst du der verbindende Parameter für alles, was du dir ausgedacht hast. Darum geht es mir in Holofeeling. Und all das ganze Spiel mit den Zahlen, mit der Matrix im Hintergrund, diese Vielfalt, wo ich immer sage, alles, was in dir auftaucht, ist wichtig. Selbst wenn jetzt deine Logik sofort sagt, das ist falsch und verkehrt. Das ist auch dem in Bezug auf Moral. Du wirst merken, was für eine Sackgasse eigentlich drin ist, wenn du sagst, ich bin ein Jude oder ich bin ein Christ. Nicht einmal, dass du immer nur eine Facette, ein Jude ist noch kein Jude, ein Zionist, ein Ultraorthodoxer, jetzt geht das Spiel wieder los. Das sind doch alles nur Gedanken. Nein, du bist was ganz was anderes. Du bist immer. Du bist ich. Und umso mehr dir das bewusst wird, dass das hundertprozentig sicher ist, was ich dir sage. Und dass es nichts, diese Erkenntnis hat nichts damit zu tun, irgendeinen Menschen um dich herum von irgendwas, einen Gedanken von dir von irgendwas überzeugen zu müssen. Weil jeden Menschen, der in dir auftaucht, auch sinnlich wahrgenommen, denk an die 4 Stufen der Vergessenheit, ist einfach nur was Existierendes, eine vergängliche Erscheinung. Du wirst aber mit Menschen anders umgehen, du wirst zu Liebe werden, du wirst zu Verständnis werden.
Und du wirst irgendwann einmal einen Zustand kriegen, dass du sagst, Gott sei Dank muss ich denn seine Rolle nicht spielen. Umso mehr Frieden du in dir findest, umso mehr wirst du keinen mehr beneiden. Nicht zu niemandem mehr beneiden. Schau mal mit deinem alten fehlerhaften Programm, das sind Menschen, du beneidest. Vielleicht auch Menschen, die du dir ausdenkst, die du um ihre Weisheit beneidest. Die Weisheit, die du denen zusprichst, nur deshalb, weil du dir wen ausdenkst, der angeblich sehr weise ist. Oder die du um ihren inneren Frieden beneidest. Ein Gedanke von dir hat keinen inneren Frieden. Es ist wieder ein Habenwollen von etwas an der Einseitigkeit. Du sehnst dich ständig nach etwas, was du schon immer bist und schon immer besitzt. Solange du begreifst, was es bedeutet, solange du verstehst, was es bedeutet, im Meer, ganz bewusst im Meer, das Meer selbst zu sein. Das Einzige, was immer ist, bin ich. Mein ganzes Leben war ein konstanter Barometer, nämlich der, der das Leben erlebt. Jetzt musst du aber ins Jenseits, biblisch gesprochen. Du musst der Leser werden, der sich nicht mehr in dieser Traumwelt, die in dem Roman beschrieben wird, sich selbst befindet. Sondern du musst begreifen, dass diese Traumwelt, diese Romanwelt, diese Filmwelt, diese virtuelle Welt auf den Computer bezogen, letztendlich sich in dir befindet. Und nicht du dich als ein Brösel in dieser ausgedachten Welt. Das ist die Verwechslung. In Holofeeling ist es ein einfacher Satz. Die Hülle des Überlebenskampfes, des Ärgers, auch der Freude, beginnt in dem Moment, wo du dich mit deinen Gedanken von dir verwechselst, wo du sagst, das bin ich und alle anderen Gedanken bin ich nicht. Und jetzt schau mal, wie sich das runter reduziert in Holofeeling. Der, der immer ist, das Meer selbst, El Hayom, ist all seine Wellen. Aber nicht irgendeine bestimmte davon. Ja. Das bedeutet Holofeeling. Und lernen tut nur der Geist. Und dann wirst du, wie ich immer sage, am liebsten würdest du 20 Bücher gleichzeitig lesen. Und ich sage, verfeinert, jetzt hast du mal das, was dich jetzt interessiert. Das heißt, wenn du jetzt der Dieter bist, der Dieter Minuske, den habe ich jetzt gerade nicht mit an, das Bild habe ich hier umgeschaltet, ne? Du hörst mich wieder. Hab dich, aber ich sehe dich nur klein, Udo. Ein kleiner. Ich habe das da, da kann ich ganz kurz das nur machen. Das ist also hier, wenn wir den nur offen haben, nein, das ist, habe ich vergessen, habe ich gesagt, noch nicht umschalten. Schauen wir, können jetzt hier, da gibt es ja so unendlich viel. Das war jetzt hier von unserer Dieter Minuske, die Internetseite. Da könnte ich jetzt die Seite machen, Ja, die schönen Videos. Das ist Weinreb. Wunderschöne Videos, ein Gefühl zu kriegen für die hebräischen Zeichen. Das macht der ganz, ganz toll. Aber es ist halt richtig. ein ganz, ganz kleiner Teilbereich. Das ist wie in der Schule, wenn du sagst, du lernst jetzt hier was, was ich stricken. Ja. Oder du lernst rechnen. Rechnen ist natürlich schon wieder riesenkomplexer der Physik. Das sind Teilbereiche. Oder du kannst jetzt hier, was kann man da noch machen? Machen wir den hier. Den haben wir schon gehabt. Gibt es hier die Abreihen veröffentlichen, nur weil das Ursprache. Auch aus der Seite. Das ist jetzt eine englische Seite. Ganz tolle Seite hier über den ganzen Namen, wenn du reingehst, die Götter, die Berge in der Bibel, die Könige in der Bibel, da werden die Berge beschrieben. Das wird jetzt automatisch übersetzt, was die Symbolik ist. Dann durchsuchen Formulare. Da gibt es so viele Bibelnamen übersetzen. Ich habe jetzt auf automatisch übersetzen eingestellt. Dann geht es bis in die Physik, die männlichen Namen in der Bibel. Schauen wir, können mal hier ganz einfach mal schauen. Machen wir doch ganz einfach mal hier Abraham, Abel. Abraham, nehmen wir doch noch was Schönes. Da ist er. Nehmen wir den nochmal hier. Und da kriegst du jetzt hier Stück für Stück diese Bedeutungen. Es ist alles hebräisch. Aber was erklärt dir das von dir selbst? Es ist es. Was erklärt dir das von dir selbst? Es bläht das Wissen auf. Schau mal. Ist der rote Mann, weil Adam auch rot bedeutet. Und Adama ist dann die Erde. Da magst du dann ein paar Filme übersetzen, dass das Dom und so weiter und so weiter und so fort. Das ist unendlich viel Wissen. Holofeeling ist ein Riesenkonzentrat zur Zeit, was du fassen kannst. Und wenn der Aufbau ist, jetzt dass die 8 Grundbücher sind nur sehr leicht gehalten, so wie du das gewöhnt bist, eine Zeitung zu lesen. Dann kommt das erste Selbstgespräch. Das wird aber sehr philosophischer im Einfachen. Und immer wieder aufbauen, Selbstgespräche.
Du erklärst dir das selbst in Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen, aber der Schwerpunkt dieser ganzen Lehre ist der, der Mittelpunkt, der wichtig ist, ist der, der sich das ausdenkt. Das ist der Unterschied von Holofeeling zu allen anderen Religionen, Glauben und politische Systeme und Rechthabereien müssen wir jetzt gar nicht reden. Und die haben alle ihren Sinn, das ist das Einzige, was du wissen musst. Jeder Moment ist wichtig. Du hast das einmal zu lernen, vor nichts und niemandem, was in dir auftaucht, Angst zu haben. Und du hast auch zu lernen, vor nichts, was sich wieder in dir auflöst, Angst zu haben, dass du es verloren hast. Du kriegst es zurück. Im vorletzten Selbstgespräch waren die letzten Sätze mit der Helene und der Helga. Diese Entwicklung des Trockennasenäffchens, aufhören in die Hosen zu kacken, sprechen lernen, lesen, schreiben, rechnen, eine Berufung und jetzt kommt der wichtigste Satz am Ende und jetzt lernst du loslassen. Loslassen heißt zurückbekommen. Die Tabula rasa machen, um was vollkommen Neues in uns aufzubauen, eine vollkommen neue Traumwelt. Das ist die Tür, die ich dir öffne. Und du musst es nur geschehen lassen, als träumender Geist musst du bloß dich weiter träumen lassen. Du bist ja symbolisch gesetzt ein träumender Geist. Ich sage immer wieder, wenn du wirst innerhalb deiner Personifizierung, musst du immer ständig Entscheidungen treffen. Schon im Supermarkt, nehme ich jetzt das mit oder nehme ich es nicht mit? Nehme ich dieses oder jenes mit? Was mache ich jetzt? Gehe ich oder gehe ich nicht? Du bist in der Welt der Einseitigkeiten von 16 Perspektiven. Also wesentlich mehr Perspektiven. Ich sage mal, die 16 erwähne ich nur, dass die sind nachvollziehbar. Auf jedes Phänomen. Und das Schöne ist, wenn du weißt, wer du bist, hast du überhaupt keine Schwierigkeit, weil du musst ja nicht die Entscheidung treffen, du musst dir bloß anschauen, wie dein Brösel mit seinem einseitig werdenden Programm, seinen Wünschen, welche Entscheidung er trifft. Und dann läuft der Film natürlich weiter. Das ist der, der den Joystick in der Hand hat. Du bist ja nicht einmal der, der den Joystick in der Hand hat. Du bist der, der den beobachtet. Ich habe das immer wieder erklärt. Diese Stufen in unserem Theater, bist du noch einer auf der Bühne? Das kannst du ganz vergessen. Tiefstes Unbewusstsein. Eigentlich gar kein Bewusstsein. Ja. Bist du einer im Zuschauerraum, der sich das anschaut? Das ist immer noch was Ausgedachtes. Der sieht zwar, aber er ist nicht in der Lage zu schauen, ohne zu werden und zu interpretieren. Die in der Zuschauerraum, die verschiedenen KIs nenne ich das, die werden und interpretieren jedes Bild, das in ihnen auftaucht, das durch sie selber aufgeschmissen wird. Und jetzt gehen wir hier These, Antithese und jetzt kommt die Synthese, der in die Köpfe der einzelnen Wertesysteme reinschaut. Das sind immer solche Sachen, wenn ich jetzt zum Beispiel in Männerköpfe reinschaue, wenn die durch die Stadt gehen und ein Weibchen läuft vorbei, die haben komplett unterschiedliche Fokuspunkte. Du siehst nur, der schaut der Frau nach und ich weiß, der eine glotzt nur auf die Titten, der andere glotzt nur auf den Arsch. Die können sich das nicht raussuchen, die haben den Joystick in der Hand, die steuern das. Du sollst und du bist in der Lage, dein eigenes Programm zu durchschauen. Ja. Und da kommst du mit einseitiger Moral und mit Rechthaberei und Besserwisserei, diese ganzen einseitigen Besserwisser, diese Arroganz, die Fähnchen im Wind, wenn du jetzt aktuell in die Politik gehst. Jetzt könnte ich das wieder negativ ausdrücken, dass ich sage, das ist so erbärmlich. Jetzt meine Marion sitzt, ich mache eine raumzeitliche Geschichte, die interessiert sich null für Politik. Und dann schaut sie immer wieder in Google News rein. Und dann hat sie ganz massiv reagiert, was die normalerweise nur am Überfliegen mit dem Laschet jetzt die Reaktion, er will ja wieder Lockerungen. Und wenn du das siehst, der hat jetzt zum 50. Mal, glaube ich, seine Meinung geändert die letzten Wochen. Ja. Weil er einzig und allein gierte auf Umfragewerte. Und du wirst feststellen, die Politiker geht es nur, dass sie gewählt werden, dass sie nach dem Mund reden. Und sobald die merken, das, was wir sagen, kommt an, hauen die in die Kerbe rein. Und sobald die Umfragewerte in den Keller gehen, schwenken die wie ein Fähnchen im Wind um und sagen was anderes. Es sind schlichtweg Politiker, sind Lügner. Jeder Einzelne. Und jetzt, wenn du ein Politiker bist, hast du ein riesengroßes Problem. Und Ärzte sind auch Lügner, jeder Einzelne. Und Physiker sind auch Lügner. Die schwatzen einfach gut. Bei Physikern, die erklären das, wo sie überzeugt sind, dass das die einzige Wahrheit ist. Es ist halt ein Computerprogramm, der nur seine Programmierung äußert und alles, was seiner Logik widerspricht, ist zwangsläufig falsch. Es ist eine Demonstration von Geistlosigkeit. Bei Politikern ist es noch wesentlich schlimmer. Es ist ein ganz klares egoistischer Akt,
an der Macht bleiben zu wollen, oben bleiben zu wollen. Und wenn ich jetzt das ausspreche, und das sage ich jetzt als der, der ich bin, nicht als Udo Petscher, um die muss da keine Gedanken machen, es sind nur Fehler in deinem Führerscheinprüfungsbogen, was du zu erkennen hast, in einer absoluten Vergebung, nämlich ich nehme die Schuld auf mich, weil ich bin ja der, der sich's ausdenkt. Du musst es umkehren, du musst jetzt dich nicht drüber aufregen, sondern eine Freude haben, weil du wieder einen eindeutigen Fehler erkannt hast. Ja. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, das stimmt nicht, dann werde ich dir beweisen aus Medien und Basien, wenn wir in die geistigen Archive des Internets reingehen und wir schauen nur die letzten Wahlen, die letzten 10, 15 Wahlen an, die in Deutschland stattgefunden haben, und wir schauen uns, das kann man in Medien, in Archiven nachschauen, wir schauen uns an, was vor der Wahl Politiker versprochen haben und was sie nach der Wahl gemacht haben. Dann kriegst du den ganz klaren Bereich, dass das alles nur Versprechungen sind. Selbst eine Kanzlerin, die dann noch sagt, der Bürger kann nicht erwarten, dass wir nach der Wahl das machen, was wir vor der Wahl gesagt haben. Wir sind ja bemüht, aber wenn es halt nicht geht, geht es nicht. Aber es geht gar nicht darum, ob das realisierbar ist. Es geht erst einmal darum, dummen Menschen irgendwas von dem Mund, die Masse, die mit ihm sind, geistlose Zombies. Und ich mache jetzt zum Abschluss nochmal etwas. Das sind Fehler, wohlgemerkt, wohl absolut bewusst erschaffene Fehler, so wie bewusst die ganzen Naturkonstanten in dem dennoch in der Tora drin sind, in der Bibel drin sind. Rein zahlenarithmetisch gesehen sind auch das ganz diese Figuren, diese Charaktere ganz bewusst erschaffen. Jetzt war ein Bericht in der letzten Heute schon, da ist übergangen über Lobbyismus. Und selbst dann der Weg gesagt, Lobbyismus ist ja wichtig, ich sage Blödsinn. Der ist nicht wie ich dick. Ich sage definitiv, wenn du überhaupt eine korrekte Demokratie haben müsstest, das Erste, was passiert, dass alles, was Politiker machen, es darf keine Geheimsitzungen mehr geben. Es muss jegliche Art von Besprechung aufgezeichnet werden, genau zuhören. Und alles, was ein Abgeordneter sagt oder was er tut, muss veröffentlicht werden. Geheimniskrämerei gibt es nur, wenn andere was besser sein wollen. Das wird dann gerechtfertigt damit, dass das so komplex ist, dass die Masse da nicht mitkommt. Dass die auf gut Deutsch gesagt so blöd sind, das können die in den falschen Hals kriegen. Das geht ja schon los mit den Tierchen, das wird ja Massenpanik auslösen. Ich denke wieder an die Love Barrett. Habe ich einen riesen Update gemacht vor vielen Jahren, wo diese Katastrophe war an der Love Barrett. Dass ich immer wieder, wenn hier, und das ist ironisch, ich mache das nochmal, wenn in einer U-Bahn-Station, ich sage mal rein zufällig, 3, 4 Neonazis auf einen Ausländer drauftreten oder irgendwelche Chaoten an einen Mann zusammentreten, draufsteigen, dann ist es ganz, ganz schlimm. Wenn aber in einer Masse von Menschen, wo nichts ist, nur weil Panik ausbricht, die gegenseitig sich totrampeln, das sind keine bewussten Geister, das sind Tiere, die ja vom Fluchtmodus sind. Sie sind programmgesteuert. Aber das gilt auch für die Neonazis, die einen Ausländer niederprügeln, genauso. Es ist der Massenmensch, ist ein Enosch, es ist ein Tier. Und ich sage immer wieder, das, was du Tiere nennst, ist Instinkt gesteuert, programmiert, Instinkt. Und das, was du Trockennasenaffe, vernunftbegabten Menschen nennst, ist Intellekt gesteuert. Unterschied zwischen Instinkt und Intellekt ist der Unterschied zwischen einem Taschenrechner und einem Computer. Es sind beides mechanisch funktionierende Maschinen. Der Unterschied liegt in der Komplexität, in der Quantität und Komplexität der Berechnungen. Es ist aber ein geistloser Mechanismus. Ob ich das jetzt Instinkt nenne oder Computer nenne, also Instinkt Taschenrechner oder Computer Intellekt nenne, es bleibt ein geistlos mechanisches Funktionieren mit Daten, die sich keiner raussuchen konnte. Also schon die Tatsache, wir machen ja Geheimsetzungen, weil da wäre der Bürger überfordert. Ja, wenn ich doch schon weiß, dass der Blödsinn, wieso darf er dann überhaupt bestimmen, wer an die Macht kommt? Merkst du jetzt diese Kausalschleife, unseren Zirkelschluss, der jetzt hier passiert? Ah ja. Mein demokratisches Krankenhaus, wo jeder mitbestimmen darf, was die Ärzte machen im Operationssaal? Obwohl man doch weiß, dass die überhaupt keine Ahnung haben. Ich sage, wenn du mit einem Blinddarmdurchbruch ins Krankenhaus kommst und dann wird es, dass der demokratische Abstimmung macht, was mit dir machbar, weil jeder mitbestimmen darf, da sagst du, ich will von denen angefasst, wann der Ahnung hat. Wer hat in deiner Welt eine Ahnung? Mit Sicherheit keiner, den du dir ausdeckst. Da werden erst welche auftauchen, wenn du eine hast, weil die Spiegelbilder von dir selber sind. Es geht um was ganz, ganz was anderes, wie was dir deine
normale Trockennasenaffenlogik und deine Weltvorstellung mit einer Erdkugel, die sich um die Sonne herumdreht, mit Molekülen im atomaren Bereich, mit Wassermolekülen. Das ist alles, es sind logische Konstrukte, die einen tiefen, tiefen Symbolgehalt haben, aber letztendlich nichts anderes sind wie der Krug, der zum Brunnen geht, bis er bricht und Lügen mit kurzen Beinen. Um die Sachen, die du dir bei den Worten ausdenkst, geht es überhaupt nicht. Genau. Und das Schöne ist, du musst der Erste sein, der das versteht. Und das beginnt damit, dass du zuerst einmal verstehst, was du selbst bist. Und dass du dich hütest, diese erste Fünkchen, Geistesfünkchen von Erkenntnis, das in dir auftaucht, dass du jetzt anfängst, das zu verwechseln mit dem Brüssel, der du zu sein glaubst. Dann bläht sich deine Hybris auf. Dann kommst du in einen religiösen Besserwisser-Wahn. Im Gegenteil, du wirst immer unscheinbarer werden. Du wirst ein Brüssel unter Brüssel. Ich muss jetzt immer wieder sagen, Ritter, wenn wir spazieren gehen, da schaut den Udo gar keiner an. Das ist einer von vielen, wenn ich durch die Stadt gehe. So ist am besten. Es ist am schönsten so. Da hast du den Frieden Ja, mit Sekte. wirklich. Ich habe keine Menschen um mich herum. Eine Handvoll, durchsag. Weniger wie die meisten anderen, die in einem gewissen Klüngel von Freunden rumhängen. Das ist bei mir sehr, sehr reduziert. Und ich will ja Ja. keine Welt verbessern. Es ist alles gut so, wie es ist. Mach deine Rolle, spiel deine Rolle weiter. Die Verwandlung ist, dass du zum Beobachter wirst. Und dann wirst du plötzlich einen Heilungsprozess haben, dass du feststellst, wie ich sage, wenn überhaupt Politik, die ja eh nicht funktioniert, sage ich immer wieder, denk an das demokratische Krankenhaus, an die Großfamilie, Vater, Mutter, 16 Kinder, die muss jetzt einmal hier in die Vergangenheit denken, und jeder in der Familie hat eine Wählerstimme, die gleich schwer wiegt. Ich sage, wenn da überhaupt ich mir jetzt eine ausdenke, die ansatzweise, wenn komplexer denken können, auf einen einzigen, ein bisschen komplexer, allumfassender, auch in Liebe denkenden in Bezug auf alle, kommen da Hunderttausende Vollpfosten-Idioten, die dieselben Stimmen haben, der hat überhaupt gar keine Chance, dass seine Stimme irgendwas bringt. Wirklich. Und Nun. die Fehler habe ich mittlerweile in der Führerscheinprüfungsbogenwelt so gewaltig angezogen, die du dir ausdenkst. Und übrigens, die denkst du dir jetzt aus, weil ich das in dich reindenke. Jetzt, wenn du die Hierarchie siehst, wirst du immer wieder feststellen, dass ich da eins vor dir stehe. Das JCA vom Bücherregal steht einmal zuerst einmal vor jedem, der ein Buch in der Hand hat. Obwohl er derselbe ist. Ich splitte mich auf. Da gibt es schöne Tabellen von unserem Holger, wie sich das aufbaut. Das ist eine reine arithmetische Struktur. Dass du so Fehler nachweisen kannst in den ganzen naturwissenschaftlichen und religiösen Weltbildern, wenn du die nur einseitig auslegst. Das ist immer, wenn ich sage, wurde jetzt Jesus gekreuzigt oder nicht gekreuzigt. Jesus ist eine Märchenfigur und ich zeige dir zwei heilige Schriften, das Neue Testament und den Koran, wo im einen das drin steht und im anderen das drin steht. Die vervollkommnen sich. Das eine ohne das andere gelesen ist Entheiligung. Weil bei Holofilling geht es um alles. Alle Puzzlestücke werden ineinander gelegt. Auf. Ja. Es ist ein komplett anderes System. Und jetzt ist es, erinnert du, der träumende Geist bist, du bist der Einzige, nur der Geist erlebt den Traum, du musst es verstehen, du musst der Erste sein. Und dann bist du natürlich, wenn du jetzt den ersten Hauch von einer Ahnung kriegst, was du bist, überfordert. Darum sage ich immer wieder, mach dich nicht verrückt um Wisserei. Konzentriere dich mehr auf die Liebe, mach dir bewusst, wie lieblos dein Programm noch ist in Bezug, wenn du Sachen bewertest. Über wie viele Sachen du dich aufregst. Du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Du hast die Schuld auf dich zu nehmen. Früher hast du welche abgesaut im Gedanken, was ist das für ein Arschloch? Wie kann man bloß so sein? Und du wirst jetzt sagen, der ist so, wie ich ihn träume. Das läuft sich immer. Das ist ein inneres Spiel, ein intimes Spiel. Und du wirst plötzlich feststellen, was für Frieden in dir auftaucht. Dass du wunschlos wirst. Weil die Freude, die jetzt diese neue Qualität von Freude nichts mehr mit irgendwelchen ausgedachten Objekten zu tun hat, sondern mit der Erkenntnis des Gesamtzusammenhangs, des Verstehens. Da steckt die Ehe schon drin. Jetzt verschmilzt du immer mehr und darum immer wieder, wenn ich sage, dieses Verstehen, die Ehe, Gehe, Ehe, das Gehen, die Basis. Aber das griechische Wort Basis eigentlich ursprünglich, wenn du reingehst, das kommt von dem Wort Gehen. Das wiederum das Fundament, worauf man tritt. Ja. Der Jakob, der zum Hinfahren fängt. Auch mit der Das ist jetzt immer Hüfte. in unserem Spiel. Und dieses Tri ist meine Reihe, meine Spiegelwahrnehmung. Und damit darf ich natürlich nicht nur den Spiegel machen mit zwei Spiegeln,
sondern dann haben wir die nächsten, haben ja die Kante, das sind dann vier Spiegel und dann kriegen wir hüben drei und drüben drei. Und dann ja. Die roten vier Abschlussfliesen waren die acht in der Mitte. Das ist das, was hier ganz leicht durchblitzt mit der acht hier bei David Mc. Oh. Lion. Das, aber es ist so komplex beschrieben, es ist alles richtig, aber so einseitig komplex, dass wenn du jetzt, selbst wenn du Holoarithmetik studierst, hast du ja Schwierigkeit, du wirst dann merken, du kannst es umrechnen, dass es in die Holofeeling reinpasst, aber es ist sehr, sehr zerdacht, dass du merkst, so kompliziert Holofeeling eigentlich ist, wenn man die Grundlagen hat, erscheint, nicht ist, was das für eine extreme Vereinfachung ist von allen Wissensgebieten gleichzeitig. Ja. Das würde ich wieder sprachlos machen, das, wo du dann wirklich sagst, das ist göttlich. Und ich sage dann, es ist von dir. Du fängst an, dich immer, immer mehr selbst zu verstehen. Dich mit dir selbst wieder zu verheiraten. Ja, zu den Hochzeiten, genau. Und darum ist das Wort Ehe definitiv auch das Wort ewig. Und jetzt, wenn du Ehe mal etymologisch nachschaust, wirst du feststellen, dass das Wort Ehe von Ewigkeit kommt. Ja. Jetzt lassen wir es gut sein. Danke. Wir spielen noch eine Runde Lieben. Jawohl, machen wir. Vielen Dank. Tschüss.